Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Tagesschau vor 20 Jahren am 12. Juni 2003. Happy Birthday to you. Wir feiern heute den 20. Geburtstag der Tagesschau am 12. Juni 2003. Feiern das heute in einem illustren Kreis. Der besteht aus Sebastian Bergsteiner. Das ist dieser junge Mann vor Ihnen. Außerdem Nina Blockhaus. Hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Hast du heute Geburtstag? Nee, aber dann nehme ich den Applaus jetzt zurück. Aber warte mal, in 2 Wochen werde ich auch 20. Also ich bin in quasi... 2 Wochen? Ja. Auch am Montag? Am Samstag leider. Oh, schade. Außerdem Teil dieser losten Runde, Simon Fischer. Ja, hey, na, servus, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir freuen uns auf eine entspannte Stunde mit euch. Genau, wir schauen heute die Tagesschau-Reform vor 20 Jahren, wie ihr es kennt. Jeden Montag machen wir das hier. Und ich finde, Tagesschau ist so ein direkter, cooler Name. Man weiß sofort, was los ist, genau. Es geht um den heutigen Tag. Es wird ein bisschen was geschaut. Ja. Ist super selbsterklärend eigentlich. Also heute würde jemand mit dem Format-Pitch Tagesschau kommen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber. Das ist zu basic, Leute. Wir brauchen da was Catchigeres. Es gibt viele Namen, wo ich mir teilweise denke, so hey, das würdest du heute nie im Leben noch so denken. Angefangen bei unserer M95-Hauptsendung, die Hörbar. So, es ist ein witziger Name, weil es ist so ein bisschen lounge-mäßig. So, man hört ein bisschen was, man hört was. Es ist wie eine Bar, weil geile Musik und alles. Mhm. Aber ich glaube, heute, der Titel, der würde nie im Leben noch durchgehen. Ich dachte immer, Hörbar kommt von, ja, man kann es hören, es ist hörbar. Ja, das auch. Und das ist so, ja, das Wortspiel, glaube ich. Es ist ein super Wortspiel, aber ja, ich glaube, das würden wir heute nicht mehr durchbekommen. Spannend. Also herzlichen Glückwunsch an die M95 Alumni, die das vor 27 Jahren oder so, nee, damals hieß es noch UNIC, wegen München und Uni, so grauenhaft. Wenn ihr Vorschläge habt, wie die Hörbar oder wie die Tagesschau sonst noch heißen könnte, schreibt die mal in die Kommentare. Genau, weil die können wir dann nicht sehen. Doch, wir können sie sehen, weil ich hole jetzt mein Handy einmal raus. Okay. Mach noch schnell meine Instagram-Story fertig, meine private. Und danach schaue ich rein in den Twitch-Stream. Bevor wir die mit der Tagesschau... Jetzt ist der, wo ich den Namen einmal analysiert habe, steckt er in meinem Kopf. Bevor wir mal wieder reingucken, würde ich sagen, lass noch mal kurz predikten, was heute so passieren wird. Was habt ihr so ein Gefühl, heute vor 20 Jahren, ne? Wetter war gut, es war ein Samstag, nein, Freitag. Es war ein Freitagabend. Es war ein Freitagabend, so, was ist da im Jahr 2003 so los? Nina Blockhaus. Ja, also ich weiß natürlich, da ist mein Geburtsjahr. Wir kommen meiner Geburt langsam näher. Es läuft dann natürlich in 2 Wochen auch auf der Tagesschau, ist ja klar. Aber ich weiß, dass es eine große Hitzewelle gab, 2003. Richtig. Und ich denke, dass das auch irgendwie vorkommen wird. Vielleicht wurde irgendwie... Als Meldung sogar. Ja, vielleicht Wassersparmöglichkeiten. Ich weiß noch, es war wirklich ein Jahrhundertsommer damals. Also meine Großeltern erzählen heute noch davon, wie heiß es war. Meinst du, die hat schon angefangen? Weil, also wir haben schon ganz oft jetzt getippt, was denn passieren könnte. Die Hitzewelle, die war in unserer ersten Folge auch schon Thema. Ah, okay. Und wir waren uns unsicher, aber wann sie aber genau Thema bei uns, nicht in der Tagesschau. Ja, richtig, genau. Also wir haben die Temperaturen geraten und es waren halt schon solide 28, 26 Grad was für den Mai ja dann doch eine Menge ist. Ja. Heute würde jeder sagen, Gott sei Dank. Wir haben schon Mitte Juni, es ist schon, also ich weiß, dass an meinem Geburtstag in 2 Wochen. Ja, vor anders hot. Vor einer Woche hat es auch ein bisschen geregnet, also vor 20 Jahren hat es geregnet. das heißt, da war es gar nicht so heiß, aber langsam könnte es echt ein bisschen hochgehen. Ja. Ja, also ich könnte, also Nina Blockhaus sagt, es gibt irgend so eine Meldung im Thema Wärmebereich. Alles klar. Simon Fischer, was ist heute passiert? Ich glaube, also wir haben ja letztes Mal schon, wenn ihr die Folgen nachschauen wollt, macht das auch gerne entweder auf Twitch, könnt ihr die Highlights nochmal anschauen oder auch auf YouTube haben wir auch die ganze Folge nochmal hochgeladen. Letzte Woche haben wir schon festgestellt, da war so ein schöner Flyer und da waren eigentlich schon, da waren 3 Leute drin und zwar eine Person, um die es vor 2 Wochen schon ging, eine Person, um die es letzte Woche ging und eine dritte Person ist auch noch mit drauf, das ist Michelle Friedmann und ich glaube, dass Michelle Friedmann deshalb, das war das Orakel, der Orakel-Flyer aus der Tagesschau, deshalb glaube ich, dass Michelle Friedmann heute Teil dieser Sendung werden könnte. Okay. Und ich gebe immer einen sehr, sehr konkreten Tipp und einen sehr, sehr unkonkreten Tipp. Und ich sage auch, heute stirbt wieder jemand. Ja, okay. Oh. Wow. Du, ich habe jetzt eine ganz ungodly Frage. Wer ist Michelle Friedmann? Bin ich dafür zu jung? Michelle Friedmann war, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, aber ich glaube, er war Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland.
Und Michelle Friedmann ist aber vor allem nicht nur bekannt dafür, sondern er ist vor allem bekannt dafür, für durch diese tolle, tolle Folge Durch die Nacht auf Arte war das damals oder ZDF Neo oder ich weiß es gar nicht mehr, ZDF Info, war eine Sendung Durch die Nacht mit Michelle Friedmann und boah, wer war der andere Autor, ich weiß es nicht mehr. Und dann sind die in so ein Restaurant zum Italiener und Michelle Friedmann ist zu dem Koch in die Küche gestürmt und hat ihm gesagt, wie er die Pasta zuzubereiten hat. Und dann hat er schön mit seiner Gabel ihm in der Trüffelpasta rumgerührt. Ach, ist fantastisch. Und vor allem auch daher kennt man Michelle Friedmann. Hat auch Talkshows moderiert im deutschen Fernsehen und alles. Cool. Allrounder. Er ist Allrounder, ja. Ich bin gespannt. Ich habe die Schätzung, dass eine Lottozahl die 43 ist. Wir haben, glaube ich, kein Lotto. Ach, die war nicht drin? Nach Freitagsausgabe, nee. Ah, stimmt. Stimmt, ja, ich kann mich erinnern. Dann glaube ich, dass dass Thomas Gottschalk etwas getan hat. Was tatsächlich mal tagesschauwürdig war. Ich bin mir sicher, er ist heute da. Ich freue mich auf Tommy. Tommy, auf wenn du zuschaust, wir denken an dich. Wir denken an dich. Du kannst nichts mehr für uns tun. Du kannst aber, nichts mehr für uns aber tun. Aber wir denken an dich. Okay, starten wir rein. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Oh, ganz kurz, stopp. Ja, genau. Oh, Jens Riewer. Den kennt man doch heute noch. Wir haben wieder einen neuen Moderator. Wir hatten jetzt zweimal weibliche Kolleginnen von ihm. Aber immer verschiedene. Genau, und jetzt tatsächlich auch nochmal dritten verschieden. Das heißt, sie haben keinen krassen Dienstplan. Ja, wir haben angefangen mit Arnhold, Elena, nee, wie hieß sie? Irgendwas mit E. Ich glaube auch irgendwie Helena oder so. Wir haben den Namen schon wieder vergessen. Letzte Woche Susanne Daubner. Genau. Auch, so lange ist sie schon in Business. Ja, auch Tagesschau-Legende. Die hat 4 Jahre vor angefangen. Ich sage nur 99. Sass. Und jetzt Jens Riewer, auch damals noch jung, ne? Heute Chefsprecher der Tagesschau. Nachfolger von Jan Hofer. Wir denken an ihn. Er ist an einem schlechteren Ort. Er ist bei RTL heute. Jan, was hast du gemacht? Alle gehen ins Privatfernsehen von der Tagesschau. Ja. Meint ihr, die Arbeitsbedingungen bei der Tagesschau sind so schlecht, dass man da einfach nur weg möchte? So, entweder man ist Chef oder man versucht einfach nur zu fliehen. Man will lieber zu RTL, als bei der Tagesschau zu arbeiten. Ich glaube, Nachrichten können auf Dauer schon deprimierend sein, sage ich ehrlich. Aber sie machen ja wieder Nachrichten dann so. Ja, auch. Nur bei RTL. Ja, vielleicht sind die Nachrichten auf RTL so ein bisschen leichter. Ja, da geht es auch mal um die neue Single und das neue Musikvideo von Britney Spears. Ja. Oder Thomas Gottschalk. Ich möchte auch noch das Wort Chefsprecher zurückkommen. Das ist auch lustig. Ich bin der Chef im Sprechen. Ja, meine Damen und Herren. Und wir haben wieder den Nahostkonflikt. Ein Klassiker. Ich muss sagen, schönes Datum auch. 12.06. Wenn man die 6 zweimal addiert, kommt die 12 raus. Und 2 mal 3 ist 6 wiederum. Und die 3 passt ja auch in die 12 rein. 4 mal genau. Es ist ein fantastisches Datum heute. Wie sind wir denn jetzt eigentlich zur Mathe gekommen? Eine Woche nach den Friedensgesprächen von Aqaba eine Welle der Gewalt. Nach dem Selbstmordanschlag eines Palästinensers gestern in Jerusalem hat die israelische Luftwaffe mehrere gezielte Angriffe auf Hamas-Mitglieder in der Stadt Gaza geflogen. Ich mag, dass es der Gazastreifen heißt. Also, wir sind ein Streifen. Das ist ein verdammt cooler Name für ein Landgebiet, für einen Landstrich. Es wird ja nicht als Land von den meisten anderen Ländern anerkannt. Das ist auch super witzig, dieser Prozess, ne? Also irgendwie, dass man als Land anerkannt wird, da muss man kein Formular ausfüllen irgendwie oder irgend sowas bei irgendeiner Behörde abgeben, sondern es muss nur ein anderes Land geben, das sagt, ja, stimmt, du bist ein Land. Oder es gibt halt kein anderes Land, das sagt, ja, du bist ein Land. Oder es gibt Hälfte-Hälfte oder so. Ja, und wenn dann ganz, ganz viele andere Länder sagen, ja, es ist ein Land, dann schließen sich, also es sind richtige Mitläufer immer so, wenn du ein Land anerkennst, gibt es ganz, ganz viele Mitläufer. Und der erste muss sich mal so ein bisschen trauen und zwar am besten jemand, der nicht so eine enge Beziehung mit dem Land hat, sonst ist es auch mal so ein bisschen sass. Und dann kannst du ein eigenes Land werden, einfach nur indem andere Länder sagen, ja, stimmt, das ist ein Land. Da kann man sich auch ein bisschen durchfaken. Da kann man den Herdenbetrieb bestimmt irgendwie. Also, ich würde das Projekt M495 als Land gerne noch in Antrieb nehmen. Nina Plukhaus, wenn du ein Land gründen dürftest, welches wäre dein Land, das du gründen möchtest? Und wo? Mein Land. Boah, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich denke an Pink Barbie Glitzerland. Ich denke aber auch an. Wo liegt das denn? Wo liegt vegan, das Pink? Vegan Feminism. Wen möchtest du vertreiben? Stopp. So, in welches Meer würdest du es reinplatzieren? In welche? Oh, das ist auch eine Wo Basis. Würdest du eine Insel aufschütten? Nein, okay, also passt auf. Es gibt wieder mehrere Möglichkeiten. Mittelmeer natürlich wunderschön, aber ich sag euch, es ist mir ein bisschen zu unexotisch, ja. Und da ich natürlich Mittelamerika liebe, ich war 4 Monate in Mittelamerika unterwegs, I love it. Entweder Pazifikküste natürlich Mittelamerika oder natürlich ist noch ein bisschen schöner Karibik. Wunderschön, wirklich. Ich kann es euch nur empfehlen. Ihr dürft mich auch besuchen kommen.
auf der veganen Feminism Barbie Glitzerinsel, die ich gründen werde. Kriegen wir dann Visum als Männer? Als weiße Cis-Männer? Ja, also ihr müsst natürlich dann so einen Einbürgerungstest ausfüllen. Welche Feministen-TikToker kennt ihr so? Kennt ihr, was Tara sagt? Ich darf nicht einreisen. Ich bin nicht unterwegs auf TikTok. Es tut mir so leid, Nina. Schade. Okay, alternativ gehen auch so coole Politikerinnen oder so. Oder kannst du mir ein paar Leute, also weibliche Leute aus deinem Interessensgebiet aufzählen? Zum Beispiel, ich glaube, Nina Plokhaus. Hot Take, dass einige Männer keine einzige Fußballfrau, also Frau aus dem Frauenfußball aufzählen kann. Und dann würde ich sagen, halt stopp, so nicht, meine lieben Freunde. So kommt ihr nicht rein in Vegan Feminism Glitzer Barbie Land. Ich bin stolz auf dich und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich wahrscheinlich auch nur zwei kenne. Aber ich kenne halt dafür auch nur zwei männliche Fußballspieler. Dann gleicht sich das aus, dann ist es fair. Okay. Dann kommt vorbei, ich sag's euch. In 10 Jahren. Super gerne, ja. Wir besuchen dich gemeinsam. Okay. Übrigens, das Beste ist Lina Magul. Super, die habe ich nicht mal getroffen am Ostbahnhof. Die hat immer so einen Dutt. Mhm. Und die ist, ich habe die mal live im Stadion gesehen. Ja, sie ist so eine gute Fußballerin. Das ist wirklich cool. Es war der 5. Militärangriff innerhalb der letzten 48. Oh. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Türkei. Was habe ich gemacht? Sorry. So, wir spulen mal wieder ein bisschen vor. So. Es war Technik, Sebi. Wird von einer Stadt Gaza geflogen. Offen. Mit Taher sterben seine Frau und die 3 Jahre alte Tochter. Israels Verteidigungsminister Mofaz hatte Order gegeben, die radikal-islamische Hamas mit allen Mitteln zu verfolgen. Das gelte für alle Mitglieder, vom Basisaktivisten bis zum Chef. Die Hamas erklärt den Krieg. Wir müssen einen bewaffneten Kampf gegen jeden führen. Das ist die Botschaft an jeden einzelnen Israeli. Das, Kinder, das Setting, das erinnert mich so ein bisschen an uns. Der hat auch hinten ein Bild. Das könnte unser Setting sein. Vielleicht hat er auch gerade Tagesschau vor 20 Jahren aufgezeichnet. Aber gefühlt. Aber 2003 schon. Aber ist das ein Bild von sich selber? Ich bin mir nicht sicher. Oder? Ich glaube ehrlich Vater gesagt sein. Nicht. Aber das könnte ja... Entschuldigung. Alles gut. Das könnte ja eigentlich auch heute... genauso laufen, ehrlich gesagt. Der Konflikt hat sich leider nicht gelöst. Ach, das ist alles schon wieder so traurig. Ja. Es ist alles schon wieder so traurig. Gleich schon wieder ein Downer zu Beginn. Das ist fast so, als wäre die Welt nicht gut. Das ist die Tagesschau. Bei der Beerdigung von 4 Mitgliedern demonstriert Hamas Entschlossenheit in Gaza. Unfassbar. Alle bewaffneten Zellen werden zu Anschlägen aufgerufen. Er hat das Peace-Zeichen gemacht. Bei der Beerdigung von 4 Mitgliedern demonstriert Hamas. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Schnitt von der Tagesschau? Das Thema ist ernst. Auf einmal wird so ein Kind gezeigt. Alle Ausländer zum sofortigen Verlassen des Landes aufgefordert, um ihr Leben zu retten. Krass, sonst, also ich schaue Tagesschau natürlich wie ein Mensch des 21. Jahrhunderts immer noch halt nebenbei, so, ne? Also wenn ich halt, ich koche halt und nebenbei läuft das so. Wenn man die Bilder anschauen muss, wirkt es viel krasser, also wirkt es heftiger auf mich, also bin ich emotional viel mehr drin, also jetzt wo ich gucken muss, als wenn ich halt einfach nebenbei, mache ich natürlich irgendwas. Und das ist dann so ein bisschen kalt. Kommen auch, diese Dinge, so, genau, da lässt es einem kalt, aber wenn ich jetzt hinschauen muss, dann... Aber vielleicht haben wir auch so ein bisschen diese Medienperspektive insgesamt, dass wir sagen, hey, okay, wir sind alle 3 Menschen, die in Medien arbeiten, die sowieso mit Nachrichten konfrontiert sind, vielleicht sogar den ganzen Tag. Und dass du dadurch vielleicht auch so ein bisschen abstumpfst normalerweise, weil alles so nebenbei passiert. Jetzt, wo du dich so ein bisschen fokussierst. Mhm. Ja, vielleicht. Also ich glaube, Menschen sind ja so oder so immer mit Medien konfrontiert, fast egal welcher Job. So, kennen wir ihn, Peter Dutschik? Nee, ich kenne ihn nicht. Ja, ist er heute noch bei der ARD? Kommt vom Bayerischen Rundfunk. Ich muss noch mal das ist das alte BR-Logo. Ein sehr schönes Logo, finde ich auch. Ich habe das damals bloß nicht verstanden. Ich dachte immer, das ist ein E und ein umgekehrtes F. Warte, ich habe wieder den Computer gar nicht im Griff. Ich habe das gar nicht verstanden damals. Wo kann ich das denn wieder Style machen? Hier, ne? Da. Du musst da nicht raus. Geh da wieder. Nein. Falscher Button. Während hier noch an der Technik gedreht wird, möchte ich einmal ganz kurz sagen, dass dieser Konflikt unfassbar furchtbar ist. Ich finde, das muss man an der Stelle einfach mal wirklich sagen. Und dass es unfassbar schade ist, dass da zu keiner Lösung immer noch bis heute gekommen wurde. Und das ist wichtig festzuhalten an dieser Stelle, finde ich. Das sind wirklich wichtige Worte von Nina Plokhaus. Aber jetzt wollen wir wissen, was mit Peter Dutschik passiert ist. Peter Dutschik? Er ist ein deutscher Auslandskorrespondent und Fernsehjournalist. Und Hauptsache erster Satz, dass er die Schülerzeitung geschrieben hat. Hat er irgendwas das ist super. Er war in der DJS. Wow, okay. In dem Moment nochmal Verweis auf den Hashtag DJS Daily.
Was passiert unter dem Hashtag? Unter dem Hashtag DJS Daily werden, glaube ich, richtig coole. Ich habe gehört, da soll man Infos zum Daten- und Jugendschutz jeden Tag auf Twitter lesen können. Das ist super. Und ab und zu gibt es aber auch, das verstehe ich aber nicht, dann gibt es auch irgendwelche random Leute, die dann irgendwelche Artikel auch teilen teilweise. Mhm. Ich raff das noch nicht so ganz, was das soll, außer mit dem Daten- und Jugendschutz, das finde ich gut. Ja. Also ich glaube, er hat seine Karriere inzwischen beendet. Er hat einen Bayerischen Fernsehpreis gewonnen. Was will man dann noch mehr? Genau. Er ist auch 43 geboren, der gute Mann. Ich wollte gerade sagen, der ist schon in Rente wahrscheinlich. Ende 70, Anfang 80, kann vielleicht, ich rechnen. Vielleicht guckt er gerade diesen Twitch-Stream. Und sieht sich selbst. Wenn ja, dann. Oh, es geht wieder ums Geld, ne? Liebe Grüße. Will sich das Ostquartett, die Schöpfer der sogenannten Roadmap. Sebi, mach mal ein bisschen lauter. Ja. Inzwischen versuchen die Vereinigten Staaten per Telefon eine weitere Eskalation der Gewalt zu verhindern. In der Regierungskoalition. Das hatten wir schon letzte Woche. Steuerreform war da schon Thema, ne? Da war es was zwischen Bund und Ländern. Da war es nämlich so, dass irgendeine Landesregierung was ändern wollte. Genau, Schleswig-Holstein war das letzte Woche. Genau. Die Rebellion von Schleswig-Holstein. Das Bayern von 2003 haben wir schon festgehalten. War Schleswig-Holstein erfolgreich? Wir sehen es jetzt. Sofort, wenn ich den Knopf gefunden habe. Die Koalition ist erneut eine Diskussion über die Steuerreform entbrannt. Nach dem SPD-Haushaltsexperten Schöler sprach sich jetzt auch Fraktionsvize Post dafür aus, die für 2005 vorgesehenen Entlastungen auf nächstes Jahr vorzuziehen. Dieses könne eine geeignete Maßnahme sein, um die Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu bekämpfen. Die Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. Was könnte denn das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht so sehr stören, dass man was anpassen muss? Ey, wenn die wüssten, was die noch vor sich haben mit der Wirtschaftskrise, ey, 2008, Alter, in 5 Jahren, Da geht's richtig los dann, wirklich. Da werden die Gehälter gekürzt. Nur so ein bisschen Euro eingeführt und alle waren voll am Panik machen. Wild. Ja. Ich glaube, also es war ja schon eine ernsthafte Wirtschaftskrise, aber danach kam ja dann Hartz IV, glaube ich. Das war schon alles nicht so harmlos auch. Aber heute. Arbeitslosenzahlen halt auch riesig. Vom Finanzministerium kommt seit Tagen nur ein klares Dementi. Aber aus der SPD-Fraktion wird fast täglich ein anderer vorgeschickt, der in den Zeitungen für das Vorziehen der nächsten Steuerreform. Wer war denn Eichel? Also an erster Stelle müssen wir sagen, ich glaube, ganz kurz mal intern hier abzusprechen, Sebastian Bergstein, du musst den Fader ganz hochziehen von der Tagesschau. Wir haben die Audioeinstellung geändert, wirklich ganz hoch. Fast täglich ein anderer vorgeschickt, der in den Zeitungen für das Vorziehen der nächsten Steuerreform verwirrt. Nachdem der Bund... Hier, ganz interessant die Nachrichten hier oben. Deutsche Nationalelf tut sich auf den Färöern lange schwer, gewinnt 2-0. Rudi Völler. War da Rudi Völler damals noch? Ja, oder? Ja, da war danach dann bei dem Hartmann. Bis EM 2004. Richtig mitreden. Und eigentlich wäre da nicht eigentlich Christoph Daum schon Trainer gewesen? Nee, warte, guter Punkt. 2002 sind sie Vize-Weltmeister geworden. Und da war Völler natürlich noch am Start. 2004 war auch noch am Start. Und 2004 war dann das große EM-Debakel. Mit der Vorrunde. In Portugal war das, glaube ich, damals. Ja. Wo Griechenland Europameister geworden ist. Genau, und dann war er noch dabei und dann ging es halt furchtbar schief. So, zurückgedreht. Und jetzt 20 Jahre später Teamchef oder Teammanager. Oh Gott, ja. Ich finde es so gut, dass die Taskforce mit dem Mitglied Rudi Völler als den besten Mann gesehen hat. Ich finde es fantastisch, dass wir schon wieder hier sitzen, wieder über Fußball reden. Ich wollte auch gerade sagen, so was ganz anderes was geht. Wir hier? Es geht auch gerade um die Financial Times Deutschland. Also ich will jetzt wissen, wer Eichel war. Eichel, Strebe, Frauenschlag. War das der Main Character aus Ice Age? Die Eichel. Danach Karriere gemacht. Ja, oder davor. Er ist dann ins Exil gegangen, weil Financial Times Deutschland 2008, ihr wisst, geht bergab. Ne? Also ich denke, die Ice Age-Filme sind ja auch später rausgekommen. Ja, er hatte noch Zeit danach. Hat er noch eine zweite Karriere eingeschlagen? Ist doch schön. Mensch. Freut mich. Was ist das eigentlich für eine Zeitung? Die Financial Times Deutschland, die gibt es heute nicht. Hab ich auch noch nie gehört. Kannst du mal schauen, was mit der passiert ist? Die wurde bestimmt einfach irgendwann eingestellt. Financial Sicherheit. Times. Da bin ich ja gespannt jetzt. Also ich glaube, die Financial Times, die ist ja, ich glaube, in das England ist ja ein Riesending, ne? Ja. Die hing doch da auch mit drin beim Aufdecken des Wirecard-Skandals und alles, aber in Deutschland? In Deutschland gibt es halt dafür jetzt Ausgabe, das Handelsblatt. Am 7. Dezember 2012. Ach wirklich? So lange? Nein, hier, der 7. Dezember 2012. Stell dir vor, du bist Fan der Financial Times. Das steht gerade für alle Fans. War das traurig. Aber sehr, sehr kreativ, die letzte Überschrift von ihnen. Vielleicht können wir es mal ein bisschen größer machen. Final Times, geil. Ja, das ist richtig schlau. Das ist traurig vor allem auch. Das ist richtig schlau. Insbesondere an Bahnhöfen soll die letzte Ausgabe in Kiosk und Buchladen schnell vergriffen gewesen sein. Naja, aber hier steht jetzt nicht, was jetzt der Grund dafür war,
warum die das eigentlich... Ach, ich glaube, die hat halt einfach keiner gekauft wahrscheinlich so. Mhm. Da gab es bestimmt auch schon das Handelsblatt. Ja, Handelsblatt hat überholt. Das war einfach zu große Konkurrenz für die Financial Times. Mhm. Geschichte könnten wir jetzt natürlich ein bisschen durchgehen, aber schau, die Auflage war nicht schlecht. 100.000, ganz schön was los. Ja. Ah, die war echt nicht schlecht. Hm. Abnahmen, hier sehen wir es schon. Abonnements ging nach unten. Abnehmender Wirtschaft, der eigentliche Erfolg, ja, wird es daran gelegen haben. Ja, schade. Dabei so kreative Überschriften. Bundeskanzler vor 2 Wochen Wirtschaftsimpulse gefordert hatte, spricht vieles für... Also wirklich. Diese Lösung, denn sie würde die Bürger insgesamt um 23,6 Milliarden Euro entlasten. Müntefering, da haben wir ihn wieder, ne? Es ist auch sehr low budget, wie so 3 Shots erstmal die Zeitung ist einfach. So Zeitungsartikel, die so das sagen, was der Moderator sagt. Ja. Aber ich finde auch, das ist ein sehr, sehr schönes Bild gerade hier von der Kamera, muss man auch sagen. Beschlossen ist noch nichts, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Müntefering, aber genau so könnte es gemacht werden. Das wird was sind das dann eigentlich für kleine... Kannst du noch mal stoppen und kurz zurück? Ja. Was waren das für süße kleine Ständchen da? Lass einmal laufen. Mhm. Genau, einmal hier laufen lassen. Genau, jetzt kommen sie hoch. Und jetzt geht stopp. Das sind so richtig süße, so kleine Bistros oder was? Ja, das könnte auch so im englischen Garten rumfahren mit so einer Klingel dann so Eis verkaufen. Ja, genau, da gibt es so ein bisschen Schokoeis, ein bisschen Erdbeereis im Finanzministerium. Ganz viel Erdbeereis. Der Snackbär kommt vielleicht auch noch vorbei. Verkauft ihr Pistazie-Erdbeer-Koalition war das ja damals. Kennt ihr den Clip von Claudia Roth, wie sie als, wie heißt es denn, die Ordnungsrufenden im Bundestag, wie sie dann sagt, sie möchte jetzt ein Schokoeis essen und dann lacht der ganze Bundestag? Nee, kenne ich nicht, aber ich erinnert mich sehr daran, aber das ist ein sehr iconic Moment von wahrscheinlich Claudia Roth. Sind da die Wägen auch noch im Bundestag. Apropos Thema Essen, Mark Kitzel hat gerade einen Kommentar geschrieben, wollt ihr Kekse? Sehr gerne, schickt sie einfach an Münchner Straße 101 in 85737 Ismaning, dort ist M95, dort sind wir und dann einfach Expressversand, dann sind sie schneller da. Liebe Grüße an Mark Kitzel. Herzliche Grüße. Bis Ende dieses Monats, 27., 29., wenn die Klausur des Bundeskabinetts ist. Ich möchte ja nicht immer nur über Äußerlichkeiten sprechen, aber die Augenbrauen haben prägnante Form. Und man hört, dass er sehr viel raucht. Sie unterstreichen seine Augen. Er ist stark im Augenbrauen-Game. Und was ich auch noch geil finde, es gibt ein Mikrofon, das ich gar nicht kenne. Also hier Reuters kennt man, der Saarländische Rundfunk unten kennt man. Was ist denn das da vorne? S-Saab TV? Saab TV. Lauter gestorbene Medien, die wir hier durchgehen. Oder Saab, ich glaube mit 2a. Geh nochmal zurück, schau nochmal, was da genau stand. Ach so, ja. Ohne R. Hier, oder? S-A-A-B, oder? A-A-A-A-A, 2a. Sagt mir gar nichts. Saab TV. Ah. Aber auf YouTube scheint es ja noch. Auf YouTube noch so ein Ding anscheinend. Hey. Aber nicht deutschsprachig. Ah, ist das türkisches Medium vielleicht? Somalisch, oder? Saab TV Somali. Sollen wir reingucken? Da frage ich mich nur, warum die sich für eine Steuerreform in Deutschland interessiert haben, in Schleswig-Holstein. 3 bis 4 Videos pro Stunde auch, also richtig aktiv. Vielleicht hat da irgendein Redakteur, eine Redakteurin damals von Saab TV so ein Auslandssemester gemacht und durfte ein Jahr in Deutschland. Oder einfach mal raus. 400.000 Abonnenten, auch wirklich eine Menge, aber das sieht indisch aus, weil das war doch ein... Ah, das kann auch sein, ja. Aber Somali stand ja da. Aber vielleicht ist der sah aus wie Modi für mich kurz, aber das kann auch Quatsch sein. Aber Intro ist schon mal wild. Das HTV fliegt hier wirklich durch. Und trifft's die Ecke. Nein, das trifft's nicht, glaube ich. Sehr, sehr wichtiges Wasserzeichen, damit da nicht... Spannend. Gegen Videopiraterie. Aber krass, da ist ja echt eine Menge los auf dem Kanal. Scheint ein großes Ding gewesen zu sein. Die Medienlandschaft ist größer, als man denkt. Ja. Okay, dann schauen wir mal weiter, was hier Saab TV ins Mikro geschleuselt hat. Der Spitzensteuersatz soll von 48,5 auf 42% abgesenkt. Klassisches rot-grünes Projekt, vielen Dank. Und der Eingangssteuersatz von 19,9 auf 15% reduziert werden. Im Prinzip sind auch FDP und Union für diesen Schritt zur Stimulierung der Binnennachfrage dennoch vorbehalten. Oh, Schärfenverlagerung, wichtig. Ich finde es sehr ärgerlich, dass die Bundesregierung wieder... Da ist sie schon wieder. Sie taucht doch tatsächlich jede Woche auf, aber klar, als Fraktionsvorsitzende. Ja, hat fleißige Fraktionsarbeit geleistet. Was ich auch spaßig finde, ist das Logo von CDU-CSU. Diese 3 Pfeile, ja. Das Gemeindefraktionslogo. Wo gehen die 2 Pfeile hin? Also nach vorne, also wahrscheinlich Richtung Zukunft? Nee, eigentlich nicht nach vorne. Ja, das Motiv Pfeil hat sich ja eine andere Partei dann geklaut. Und aber eigentlich auch... Und auch ein paar Wähler vielleicht. Das stimmt. Und auch eigentlich ein ziemlicher Diss tatsächlich, weil irgendwas muss ja größer sein als die CDU-CSU. FDP größer, SPD größer, Union.
Selbstdiss an der Stelle. Schwierig. Sagt, was sie will, sondern ein einziges Hin und Her ist. Und ich fordere den Bundeskanzler auf, wenn er solche Pläne hat, es klar und deutlich. Was ich bei ihr auch krass fand, dass sie früher, also nicht, dass sie später undeutlich gesprochen hat, aber wie klar und deutlich sie das spricht, durch die Radiostimme wirklich. Zu sagen, auf die Union zuzugehen, Daten und Fakten auf den Tisch zu legen und den Weg aufzuzeigen, wie wir das machen können, dann sind wir zu Gesprächen jederzeit bereit. Man braucht sie, weil im Bundesrat braucht man auch CDU-Mitglieder, richtig? Der Bundesrat setzt sich ja zusammen aus den Landesparlamenten. Genau, aber ich glaube, dass halt jetzt der damals Rot-Grün das gleiche Problem hatte, wie heute die Ampelkoalition, dass sie halt nicht die Mehrheit im Bundesrat haben. Nicht nur die Union, auch der grüne Koalitionspartner hat noch Bedenken. Die Fraktionsspitze ist dagegen, die Haushaltssprecherin dafür. Man kann das gegenfinanzieren mit einem sehr mutigen Paket, das zusammen mit der CDU-CSU geschnürt werden müsste. Kennt man auch nicht mehr Antje Himmenau, was mit der passiert? Frage ich mich auch. Antje, ich habe schon wieder alles vergessen. Mich würde auch interessieren, wo liegt der Steuersatz jetzt? Weil ich meine, er liegt immer noch bei 42% der Spitzensteuersatz, oder? Er bewegt sich auf jeden Fall irgendwo so zwischen 40 und 50. Es kann sein, dass er gleich ist. Ja, 42%. Das würde mich mal interessieren, weil dann ist das sogar die Reform ja noch aus 2003. Ja, ja. Wenn wir gar keine 0,5 mehr haben, ist er sogar geringer geworden. Ja, wer soll das denn nie erhöht haben wieder? Also wir hatten ja keine linke Regierung mehr. Deutsche Politikerin und sie ist ausgetreten zur 15. Krass. Wow. Und sie sieht ganz anders aus auf dem Foto. Was ist denn dann mit ihr passiert? Hat sie sich radikalisiert? Warum ist sie 2018 ausgetreten? Freie Wähler. Ja. Nein. Jetzt bei den Freien Wählern. Krass. Nein, ja. Von den Grünen. Krass. Das ist auch ein interessanter 2019 Wandel. Schon. Das war sie jetzt war hier Spitzenkandidatin noch und dann... Tja. Sie hat ihren... warte mal, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, war sie gegen Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der sächsischen CDU und deswegen ist sie ausgetreten, aber kandidiert dann für die Freien Wähler. Das ist für mich ein bisschen irritierend in dem Zusammenhang. Ja, das ist in der Tat. Wobei die Freien Wähler halt wahrscheinlich nicht in jedem Bundesland die bayerischen Freien Wähler sind, sondern vielleicht ein bisschen gemäßigter, tatsächlich auf, also örtlicher. Ja, und kleiner auch. Ja. Um Steuervergünstigungen und Subventionen zu kürzen und abzubauen. Die CDU-Mittelstandsvereinigung begrüßte heute die Pläne. Allerdings müssten im Gegenzug alle Subventionen pauschal um 10% gekürzt werden. So könnte man etwa 15 Milliarden Euro einsparen. Immer noch, muss man sagen, in den 2000ern war Mode mehr los. Ja. Also in dem Fall ist das nicht die Krawatte, aber das Hemd ist für mich wild. Also nicht wild, aber das schon. Die haben sich da schon ein bisschen was getraut, ne? Ja, die Haare sind auch ein bisschen wuschelig. Aber so wuschelige Kurzhaarfrisuren war auch so ein 2000er-Ding, habe ich das Gefühl, oder? Ja, aber auch sympathisch, finde ich. Ja. Finde ich gut. Auch so bunte Hemden sieht man bei ReporterInnen heute gar nicht mehr. Nee. Die meistens ein weißes Hemd an oder so ein hellblaues, was sehr, sehr neutral ist. Kann Pink wäre auch schon wieder zu mutig. Ja, aber die Tagesschau hat ja, glaube ich, auch ihren Kodex geändert, was Kleidung angeht. Man darf ja auch keine Jeans mehr tragen und so, als weibliche Moderatorin zum Beispiel. Jonathan410 schreibt, bayerisches Hemd in Berlin, das stimmt. Es hat einen leicht bayerischen Gefährlich. Wenn sich die Länderchefs im Bundesrat dieser Meinung anschließen würden, dann steht einem Vorziehen der Steuerreformstufe 2005 auf 2004 nichts mehr im Wege. Die Europäische Zentralbank hat heute Hoffnungen auf einen baldigen Aufschwung. Und ich habe das Gefühl, dieses Thumbnail, das heißt nicht Thumbnail wahrscheinlich, ne? Dieses Thumbnail hatten wir letzte Woche auch schon. Das haben sie wieder verwendet. Ich möchte auch einmal sagen, dass seine Stimme ist sehr so... Wie soll ich das jetzt sagen? Sexy. Ja, ja, er schon, sagt ne? Das so. Die Wachstumsprognose. Und ist fast, sonst würde alle er Hausfrauen zu Hause damals vorm Fernseher so. Oh, hallo, Herr Rieber. Ich wünsche mir auch eine Wachstumsprognose. Okay. Ich mag auch seine Krawatte ultra gern. Er sieht wirklich hübsch und. Oh, ist das eine silberne Krawatte, Jan? Nein, Satin. Ich glaube, es ist weiß Satin. Oh, sie glänzt Jens so schön. Silber. Ihre bisherige Wachstumsprognose für die Eurozone. Sie geht in diesem Jahr nur noch von einem Anstieg um 0,4-1% aus. In Frankreich sind die Proteste gegen die Rentenreform weitergegangen. Es hat sich nichts geändert. Es hat never sich nichts changed. Geändert einfach. Mensch, ich mag sie dafür auch Die Zeiten einfach. Wiederholen sich. Aber in Marseille sogar. Heute ist ja eher so Paris. Bei einer Kundgebung in Marseille demonstrierten... Marseille? Dieser Wagen. Wie würdest du das denn aussprechen? Marcel? Oder? Ja, wahrscheinlich genauso, aber sie hat es halt sehr scharf gesagt. Marseille. Aber ich finde es komisch, dass diese Autos, oder sind die geparkt?
sehr schlampig geparkt. Ich glaube, die stehen halt einfach. Also in Frankreich, da wird er eh eher ein bisschen, also nicht ganz so ordentlich geparkt wie in Deutschland. Ich wollte gerade sagen, Hot Take, ich glaube, Deutschland ist das einzige Land, wo du so immer so beim nach dem Aussteigen so guckst, so, oh mein Gott, wie nah stehe ich am Bordstein. Ja. Ich glaube, in keinem anderen Land wird das gemacht. Weil in Deutschland hast du halt Angst, dass dir der Außenspiegel abgefahren wird. Ja, und ich glaube, in anderen Ländern ist dir halt einfach scheißegal, ob dir der Außenspiegel abgefahren wird. Ich glaub, weil die Autos nicht so toll sind wie in Deutschland. Autos sind zum Fahren da, sehe ich ehrlich gesagt auch so. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, in Frankreich ist ja auch so, dass die Leute beim Einparken, beim Ausparken gerne mal so nach vorne wumms. Genau, und dann kommt man halt da irgendwie raus, man schunkelt sich da so ein bisschen raus entgegen die anderen Autos. Und was tatsächlich auch der Fall ist, was ich auch gehört habe, dass man für Autowerkstätten sehr viel weniger in manchen anderen Ländern zahlt als in Deutschland, obwohl bei uns eigentlich, also auch bei deutschen Autos, keine Ahnung, wenn du dein BMW in Deutschland reparieren lässt, sind die Teile eigentlich näher bei dir, es ist aber günstiger als zum Beispiel, es ist teurer als in Italien, weil die Leute da einfach nicht so viel Geld für ihre Autoreparatur ausgeben würden. Ja, denen ist das halt dann wirklich egal, ob da so ein Kratzer drin ist oder irgendwas. Ja. Ich finde, also die haben auch von der Gewerkschaft alle das gleiche Cappy ausgeteilt gekriegt, ne? Ich finde das gut, ja. Ein rote Cappy. Angaben 200.000 Menschen gegen die Pläne der Regierung Raffarin. Die Polizei. Regierung Raffarin? Fragezeichen in meinem Kopf. Ich wüsste auch nicht, wie ich das googeln soll, weil schreibt man dann Raffarin. So wie Referat wahrscheinlich. Hat er mit seinen Becken. er ist da, um ordentlich Lärm zu machen. Damals hat man noch ordentliche Musik gemacht, jetzt läuft bei diesen Demos nur noch Techno, Alter. Mann. Bum, 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 sag ich ja immer. Ach, von 19.000 Teilnehmern. Nach dem Willen der französischen Regierung sollen Arbeitnehmer in Zukunft länger in das staatliche Rentensystem einzahlen. Also dafür, dass sie so mies drauf sind und so sauer sind auf die Regierung, sind sie erstaunlich gut gelaunt. Den vollen Rentenanspruch. Ja. Gelbwesten auch schon dabei. Ja, ich wollte es gerade sagen auch. Aber vielleicht sind es auch Ordner. Ja. Erwerben. Die Gewerkschaften lehnen dies ab. Er hat noch was aufgeschrieben. Hey. Wir haben ihn noch erwischt beim Schreiben. Jens Rieber, Stift weg. Stift weg, die Zeit ist vorbei. Ich sammle jetzt diese. Auch für dich sind die 45 Minuten vorbei. Ja. In der EU gibt es Pläne für ein milliardenschweres Programm zur Ankurbelung. Wie sanft er diesen Stift da wieder hingelegt hat. Ein Stark. Wahnsinn. Ja, aber wegen dem Ton natürlich. Aber ich muss wirklich schon mal darauf hinweisen. In der EU gibt es Pläne für. Also ich finde das Wahnsinn. Was hat der denn für eine Stimme? Das ist heute aber nicht mehr so, oder? Jens Rieber, wenn du zuschaust, überleg dir das mal mit dem Sex-Podcast. Vielleicht ist das ja was für dich. Generell Podcast. Größere Infrastruktur. Jeder Podcast ist ein Sex-Podcast, wenn man nur will. Man braucht nur den richtigen Fetisch dafür. Maßnahmen wie Verkehrsprojekte mit Bürgschaften der Europäischen Investitionsbank und der EU-Staaten abgesichert werden. Das hat die künftige italienische Ratspräsidentschaft. Schon einen krassen Atem. Keine. Gehabt zwischen den beiden Sätzen. Die Gewerkschaften lehnen dies ab. Abgesichert werden. Das hat die künftige italienische Ratspräsidentschaft heute mitgeteilt. Finanzminister Tremonti sagte in Brüssel, es gehe um ein Volumen von 50 bis 70 Milliarden Euro. Das ist mal lustig, dass man das Volumen nennt für Geld. Das ist ja auch nicht also so stapeln die das auf. Warum ist es keine Menge? Warum ist es ein Volumen? Wieso ist das dreidimensional? Das Volumen des Pakets. Vielleicht wirklich. Ja, ich glaube, dass sie einfach sehr viel schöner schreiben und sprechen können bei der Tagesschau als wir einfach. Okay. Ja. Das ist ja auch ein klassistisches Argument. Das NATO-Treffen in Brüssel wurde heute durch Drohungen der USA belastet, die im Zusammenhang mit der Strafverfolgung hochrangiger US-Militärs und Politiker stehen. Zuvor hatten die Verteidigungsminister Geschlossenheit bei der Neuausrichtung. Er spielt auch schon mit seinem Papier. Habt ihr gerade schon gesehen? Wirklich. Und des Bündnisses demonstriert. Mit einer gestrafften Kommandostruktur und einer schnellen Eingreiftruppe rüstet sich die NATO für weltweite Einsätze zur Krisenbewältigung. Amerika und die NATO, das Verhältnis hat Risse, trotz aller öffentlichen Beteuerungen. Das passt auch gut, weil heute ist ja Air Defender 2023 gestartet, heißt NATO, USA ist gerade auch wieder sehr, sehr aktuell. Es sind die gleichen Nachrichten wie vor 20 Jahren. Ja, literally. Es ist einfach genau das gleiche. Jens Rieber ist da, Israel ist da, hier. Alle kommen sie wieder zusammen zum großen Klassentreffen. 20 Jahre Feier heute Abend um 20 Uhr. Ich finde auch dieses Mikrofon fantastisch. Geh nochmal zurück, um ein paar Sekunden. Ja. Es gibt nämlich ein Mikrofon. Mikrofone, die sind ja immer so auf Stativen drauf, damit die Leute da reinsprechen können. Ja, lass einfach mal laufen, mach ein bisschen. Hier, genau, hier. Und dieses Mikrofon, nochmal ein Frame zurück ungefähr. Boah, das kann ich ja nicht auswählen, oder? Ja, einfach lass laufen, stopp ein bisschen früher. Nochmal zurück.
Krisenbewältigung. Sorry. Amerika Wahnsinn. Und die NATO, das Verhältnis hat Risse. Sabine Rau kennt man auch noch. Aber stopp, Amerika und die NATO, Risse, das ist glaube ich nicht, das ist gar nicht so aktuell, oder? Nö, das ist auch nicht aktuell, aber Beteuerung. NATO ist halt! Aktuell. So, jetzt hat hier, da hat einfach ein sehr, sehr großer Mensch ein Interview gegeben. Es gibt einen sehr, sehr großen Mann bei der NATO oder eine sehr, sehr große Frau bei der NATO, die 3 Köpfe größer ist als jeder andere bei der NATO. Dafür wird extra schon dieses Mikrofon aufgestellt. Ja, der Riese der Verteidigungsbündnisse. Ja, das wurde nicht gezeigt, weil es natürlich ein bisschen amerikanische so, Verteidigungsminister tritt in Brüssel auf, wie gewohnt, selbstbewusst und kompromisslos. Mit Macht drängt Amerika die alten NATO-Partner auf den neuen Kurs. Schneller. War voll irritiert gerade. Was hast du da hingeschrieben? Ist das übrigens Gerhard Delling hier? Das macht ich glaube nicht. Tritt in Brüssel auf, wie gewohnt. Selbstbewusst und kompromisslos. Gerhard Delling war gerade damit beschäftigt, Günther Netzer einzusperren und ihn zu füttern, damit er nicht wieder ausbricht. Aber hier, er schreibt ganz selbstbewusst was auf, so 3x3, 3x3, 3x6. Aber es sieht auch nicht so aus, er zeichnet was, oder? Er fährt doch da so drüber. Das bin ich. Reicht was durch. Dieses Bild, das bin genau einfach ich, wenn ich eine Klausur ausgeteilt bekommen habe, sondern 9. Klasse Latein also und nicht auf meine Vokabeln gelernt habe und nicht einfach vor dem leeren Blatt sitzen wollte, sondern einfach für meine Lehrerin so getan habe, als würde ich irgendwas schreiben. Ich glaube, er malt hier gerade einen Regenbogen. Schau mal. Ja, er macht so. Er hat sich verstanden oder so. Ja, Leute, ich kann das. Was habe ich da gemacht? Was habe ich da unterschrieben? Stand hier irgendjemand von der Seite so, hä, was machst du da? Ja. Also was? Weltweit einsatzfähig zu sein. Cool. Grenzen bei Kriegs- und Kampfeinsätzen. Oh, ich will auch mal aus dem Helikopter daraus. Die neue Wunderwaffe, wow, das war ein NATO crazy Response Welt. Force, die schnelle Eingreiftruppe. 21.000 Soldaten innerhalb von 5 Tagen einsatzbereit. Schon in diesem Herbst sollen die ersten Einheiten stehen. Die NATO-Verteidigungsminister haben das Konzept heute abgezeichnet. NATO-Eingreiftruppe, ich überlege gerade, ob das so ein allgemeiner Begriff ist oder weil das für eine spezielle Sonderarmee steht, weil dann ist die ja heute auch voll präsent. Nee, also ich glaube halt, das sind einfach diese NATO-Truppen. Also erste Frage, ist das hier der Mann, der bei Daimler war, Dietmar Zetsche oder so, ich bin mir nicht sicher. Und B, Dietmar, wie soll ich denn schreiben? Dietmar Zetsche? Und B, müssen wir über ein paar Kommentare noch schnell reden, die reingekommen sind. Zum einen, Boschballer findet an der Stimme nicht sexy, Nina. Oh. Allerdings fragt sich dafür sieht schon ähnlich, ja. Julius Peter, ob Nina einen Crush auf Jens Riewer hat. Hat auch. Mein Freund guckt zu. Jonathan 410 spricht von 6 Litern Geld. Was auch kannst du dir damit kaufen, Jonathan? Auch eine richtig gute Maßeinheit. Bossballer wünscht sich bitte mal eine Tagesschau mit weiblicher Sprecherin. Hatten wir tatsächlich die letzten beiden Male, vielleicht einfach nächste Woche auch wieder einschalten. Oder die anderen Folgen auf YouTube und auf Twitch anschauen, die wir schon gemacht haben. Susanne Daubner war dran, ne? Julius Peter redet davon, dass das hier ein Jens Riewer Fan-Account ist. Ja. Susanne Daubner war das ist alles da. Meine Schuld, es tut mir doch leid. Jetzt und Jonathan 410 wünscht sich eine Reaction auf Sportschau vor 20 Jahren. Wir reden nur die ganze Zeit über Fußball. Soll ich gehen oder? Nein, bitte nicht. Bleibe hier. Du kannst dir auch etwas wünschen. Ist vage. Struck zögert offensichtlich. Also ich glaube übrigens Simon Fischer, er sieht ihm echt ähnlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass er das ist. Richtig, sich auch hier festzulegen. Und dann kommt es zum Eklat. Der ich bin gespannt. Der amerikanische Verteidigungsminister stellt den Sitz das des war der gemalt hat. In Brüssel in Frage. Hintergrund in Belgien. Er hat so ein X gemalt durch so diese Verteidigungsminister. Brüssel? Nein! X. Wir möchten den haben. Nicht mit mir. Oder das nächste Angriffsziel eingezeichnet schon. Steckkarte. Aufgrund eines besonderen, aber umstrittenen Gesetzes. Findet ihr die belgische Fahne auch so schön wie ich? Nein. Sie sieht halt einfach aus wie die Deutsche, aber halt, wenn ich sie im Kindergarten gemalt habe. Meine versteckte Vaterlandsliebe. Also rauskommt. Kriegsverbrecher klagen gegen Bush Senior und General Franks. Der Punkt ist, Belgien hat sich zur Plattform für absolut lächerliche Anschuldigungen gegen seine Alliierten gemacht. Die Schärfe des Tonfalls und der Drohung hat hier Unruhe ausgelöst. So etwas hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Der Vorfall zeigt, die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und zumindest Teilen des alten Europas sind noch längst nicht in Ordnung.
Ich bin gerade so raus, so thematisch. Also ich bin das voll. Auch. Mich interessiert das aber auch nicht irgendwie. Aber es ging, ich finde das gerade super spannend, wieso die USA und die NATO so einen Konflikt haben. Also ich habe jetzt auch leider viel zu schlecht zugehört, um wirklich mitreden zu können. Es ging darum, er wollte den Hauptsitz der NATO aus Brüssel nach, also in die USA verlegen. Okay. Aber warum? Also ja, Verhältnis. Warum das wichtig aber ist, so. Vor allem auch in Geschichte, also ich erinnere mich nicht daran, irgendwann mal was darüber gehört zu haben, dass es ein schlechtes Verhältnis zwischen der NATO und den USA gab. Ja, vor allem, weil die sind der Hauptmotor der NATO. Ja. Also natürlich doch, also während Trump-Regierung war es natürlich schon wieder ein Thema, dass da wird zu viel Geld reingesteckt und wieso, was haben wir eigentlich mit Europa zu tun. Aber jetzt normalerweise, also auch davor, danach hätte ich gesagt, dass das nicht so war. Im Irak läuft offenbar eine groß angelegte Militäraktion der USA. Oh je, ich glaube, da ging's los. Oh nein. Sonst stehen schlimme Monate bevor. Oh nein. Wir wissen schon, die nächsten Folgen, es wird nur noch um den Irakkrieg gehen. Oh nein. Oh je. Oh, aber jetzt wissen wir endlich mal, für alle, die sich schon immer mal gefragt haben, Irakkrieg, was genau war denn da damals eigentlich los? Jetzt aufpassen, ich glaube, jetzt kommen die Basics alle. Von Bagdad. Bei Gefechten in zwei Regionen des Landes sollen mehrere Menschen ums Leben gekommen sein. Im Westen wurde ein Kampfhubschrauber der US-Armee abgeschossen. Die zwei Besatzungsmitglieder sollen unverletzt geborgen worden sein. Im Zuge der Militäraktion. Jetzt, wo man weiß, was danach passiert ist, zumindest halbwegs, ist so ein bisschen wie diese Zeitungsrandspalte bei Corona damals. Ja. So irgendwas Virus. Oh, irgendwo in China gibt es irgendwas. Oder wie Russland-Ukraine. Ja, der greift eh nicht an, der Putin. Haben die US-Streitkräfte. Ja, aber ich glaube, da war vor einem Jahr die Spannung schon so ein bisschen größer. Also, ja. Jeder wusste so, jeder hatte Angst. Scholz war zweimal drüben, glaube ich. Kämpfer, die Anschläge auf Truppen der Verbündeten verübt haben sollen. Auch nach ehemaligen Funktionären der Baas-Partei wird gefahndet. Ich finde es auch gut. Diese Kreuze. Ja, und das, die von manchen Leuten hatte man einfach keine Bilder, weil früher gab es noch kein Facebook, kein LinkedIn, da konnte man noch nicht suchen und einfach runterladen, so wie bei Jan Marsalek. Und dann musste man einfach den Namen aufschreiben. An dem Einsatz sind rund 4000 US-Soldaten beteiligt. Im UN-Sicher. Was ist denn da schon wieder passiert? Also Jens nicht Riebe. Unverschämt, aber mit so einer Souveränität einfach immer noch beim Spicken erwischt wird. So, ja, naja, ich mach das so. Muss man immer reagieren. Was ist denn los mit ihm? Als Rat haben sich die USA heute zum zweiten Mal mit ihrer Forderung nach Immunität für US-Soldaten vor dem Internationalen Strafgerichtshof durchgesetzt. Das Gremium nahm in New York eine Resolution an, die den Soldaten bei UN-Militäreinsätzen für weitere... Es war lustig, dass da Leute so in der Mitte sitzen, so von dem Kreis. Aber das sind bestimmt auch wieder so ProtokollantInnen Leute, die halt irgendwie in Stellung irgendwas mitschreiben dürfen. Ich finde es krass, dass US-Soldaten Immunität gewährt werden soll. Also. Ja, die haben ganz schön was. Die haben ganz schön sich. Das sind die den Coronavirus alle überlebt haben. 12 Monate Freiheit vor Strafverfolgung in Den Haag garantiert. Deutschland, Frankreich und. Wer sitzt da für Deutschland drin? Auch schwierige Pose. UN-Sicherheitsrat. Dafür, dass du aus Deutschland kommst. Enthielten sich bei der Abstimmung. Junger Mann. Washington lehnt den Gerichtshof ab, weil die Regierung Bush willkürliche Strafverfolgungen fürchtet. Nach Gesprächen über eine Umsetzung des Friedensplans ist eine Delegation des UN-Sicherheitsrates... Die Außenpolitik-Sendung heute. Ich finde es toll, dass er einen Schottenrock anhat. Hier links. Toll. Auch die Socken. Es ist super. Iconic. Unter dem Mandat der Vereinten Nationen soll sie die blutigen Auseinandersetzungen in der Region Ituri beenden. Oh, wahnsinnig. Seit längerem bekriegen sich dort Milizen der Volksstämme. Für so einen Freitagabend, Die ersten Soldaten aus der EU waren vor zwei Tagen von ihrer Basis in Uganda aus nach Bunia verlegt worden. Wahnsinn. Landung in Bunia, dem zurzeit schwierigsten Stationierungsort riesige Propeller von Truppen im Kongo. Die Delegation des Sicherheitsrates will sich über den Aufbau der französisch geführten weißer Anzug schwierig gerade in der Umgebung. Ich finde auch weißer Panzer, man ist nicht so gut geschützt damit. Das ist ein bisschen. Aber wenigstens wird es nicht so heiß da drin. Bevölkerung nicht verhindern können. Ich habe uns kurz gemutet. In Bunia wird der UN-Konvoi von Demonstranten begleitet. Transparente fordern ein Ende des Blutvergießens zwischen den verfeindeten Volksgruppen. Allerdings sind nur Sympathisanten der zuletzt siegreichen HEMA-Miliz. Ich finde das Tafelbild nicht gut gewählt. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Hätte ich als Lehrer anders gemacht. Ich finde es nicht gut, dass da keine bunten Bilder drauf sind. Ja. Man hätte, also auch wenn man nicht drucken kann, man hätte ein bisschen was zeichnen können. Ja. Milizen auf der Straße. Kann sich da ein bisschen mehr Mühe auch geben. Das Mandat der MONUC, der UN-Truppen im Kongo, soll verlängert und robuster werden, heißt es vor der Presse. Der deutsche Vertreter erläutert. Es geht jetzt darum, in welcher Form wir es verlängern werden, ob es eine deutliche
Erhöhung. Michael von Ungern. Ich finde Ungern der perfekten Anfang, ersten Teil von dem Doppelnamen. Ungern, Werksteiner. Entschuldigen Sie, können Sie sich bitte einmal vorstellen? Ungern. Der Zahl geben wird der Monok-Soldaten. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie Sie heißen? Ungern. Und ich verstehe, dass er einen Doppelnamen hat. Bislang drängen sich noch Tausende von Flüchtlingen direkt an den UN-Quartieren zusammen. Außerhalb der Stadt bekämpfen sich weiterhin die Milizen. Die Blauhelme sind im Kongo wohl noch für längere Zeit unverzichtbar. Die Menschen hier wünschen sie sich künftig allerdings als wirkliche Schutztruppe, nicht nur als hilflose Beobachter. Denn zusätzliche Eingreiftruppen, wie zurzeit hier in Bunia, wird die Welt wohl nicht mehr allzu oft schicken. Fast 6 Jahrzehnte nach einem Massaker der Waffen-SS in dem griechischen Dorf Distormo hat der Bundesgerichtshof über Klagen von Hinterbliebenen verhandelt. 4 Betroffene, die damals ihre Eltern verloren, fordern Schadenersatz von Deutschland. Dies wird heißt es nicht Schadensersatz? Ich hätte auch gedacht. Es geht heute auch wirklich nur um Krieg. Ne? Ja, unfassbar. Aber krass, dass jetzt erst da Reparationen quasi gefordert werden. Aber es ist ja teilweise immer noch so im Gespräch. Ich glaube, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren gab es auch noch mal irgendwelche Forderungen von Griechenland. Nicht nur Gerechtigkeit, sondern Entschädigung für griechische Opfer eines Massenmordes vor 59 Jahren. Am 10. Juni 1944 brennen Angehörige einer SS-Einheit nach einer bewaffneten Auseinandersetzung mit Partisanen das griechische Dorf Distomo nieder. Nach Angaben des Gerichts wurden 300 unbeteiligte Dorfbewohner erschossen, erschlagen, erhängt. So betonte der vorsitzende Richter des BGH denn auch, dass man vor Gericht den Fall nur mit den beschränkten Mitteln des Rechts lösen könne. Die zentrale Frage, muss Deutschland den Hinterbliebenen der Opfer Schadensersatz zahlen? Die Bundesrepublik meint nein, das Völkerrecht stehe dagegen. Danach gilt der Grundsatz der Staatenimmunität mit der Folge, dass es Einzelansprüche von Betroffenen, hier also der griechischen Kläger, gegen die Bundesrepublik nicht gibt. Der Ausgleich habe nicht nur zwischen den Staaten Richter Erfolgen, Harald Schmidt. Kläger, die nicht nach Karlsruhe gekommen. Während vorher Anwalt Catwistle. Es gibt auch völkerrechtliche Ansprüche eines einzelnen. Ja, auch guter Name für seine Funktion, finde ich. Ein Staatsbürgers gegen einen anderen Staat. Welche Argumentation die Bundesrichter folgen werden, ist man nicht zu erkennen. Aber hier Bundesrichter auch einfach top angezogen, finde ich. Und er hat auch wieder so eine crazy Krawatte. Schaut mal, da sind so komische Sonnenblumen drauf. Wahnsinn. Ich dachte gerade, wenn Smileys drauf, das wäre auch funny gewesen. Ich habe meine Brille nicht an, ich kann es nicht erkennen. Aber ich fand auch, dieses Rot, das hat ihm gut gestanden. Ja. Wird am 26. Juni verkündet. Krass. Der unter Drogenverdacht steht. Ja. Oh mein Gott, Mann, das kann Michelle. Nicht sein. Es Michelle. Kann nicht sein. Es kann nicht sein. Ich habe echt eine Streak gerade. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn. In der ersten Folge hast du das mit den Booten gesagt, die dann vorgekommen sind. Was hast du letzte Woche gesagt? Ich weiß nicht mehr, was es letzte Woche war. Aber also ich schwöre auf alles. Ich habe nicht reingeschaut. Simon es Fischer, Tagesschau-Orakel. Ich finde, wir sollten dich jetzt immer so befragen. Mit so einer Kristallkugel. Ja. Lass das aber mal aktuell machen. Kannst du mal 20 Jahre in die Zukunft? Boah, versuch mal. Ah, ich sehe auch hier Michelle Friedmann tatsächlich. Wahnsinn. Wie jemanden eine Pizza schneidet. Es kann nicht sein. Wirklich, oh mein Gott. Dieser Flyer von letzter Woche, wirklich. Schaut da vielleicht noch mal rein in die Folge von damals. Es gab wirklich den Flyer, da waren, ich weiß gar nicht mehr, wer war in der ersten Folge Thema? Auf jeden Fall war Jürgen Möllemann auch auf diesem Flyer. Um den ging es dann letzte Woche. Irgendjemand, um den es die Woche vorher schon ging. Und jetzt wirklich Michelle Friedmann. Aber was für ein Flyer? Ich verstehe das gar nicht. Wir haben letzte Woche irgendeinen Flyer gesehen. Vielleicht können wir später nochmal reinschauen. Vielleicht haben wir nochmal kurz Zeit. Da waren 3 Gesichter drauf. Und da war eine Person, um die es vor 2 Wochen in der Tagesschau vor 20 Jahren ging. Dann Jürgen Möllemann, um den es letzte Woche ging. Und dann war Michelle Friedmann noch dabei. Ich habe das leider schon gespoilert bekommen, dass du recht hast, weil unsere Regie hier hinten, die Folge davor schon geschaut hat, um abzuchecken, was da passieren wird. Also wir kennen sie natürlich nicht. Ja. So sehr gelacht hat, als du den Tipp abgegeben hast. Ich schon gedacht habe, okay, das muss jetzt passieren. Oh, ist das gut. Okay, aber schauen, was überhaupt passiert ist. Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden, Friedmann, lässt seine Tätigkeit als Fernsehmoderator vorerst ruhen. Nach einer Erklärung des Hessischen Rundfunks bat der Intendant Reitze ihn bis zur Klärung. Ich nach nur 2 Folgen. Was war denn aber bitte, Drogen google oder doch mal, was der Geld? Worum ging's denn da?
Ja, wollen wir erstmal gucken, vielleicht sagen sie es ja noch. Vorwürfe von seinen Aufgaben zu entbinden. Zur Sache selbst will Friedmann sich nach Abschluss der Ermittlungen äußern. Zu welcher Sache? Ein Berliner Justizsprecher teilt unterdessen mit, dass sich der 47-Jährige einer Haaranalyse unterzogen hat. Also Kokain oder Christoph Daum schon wieder? Das Zugunglück im... Okay, das ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Dann schauen wir doch kurz... Ui, ich habe wieder gespult. Oh nein. Oh oh. Aber wollte ich eigentlich nur weiter... Okay. Friedmann. Michelle Friedmann. Was ist da los? Ui, ja, ey, tausendmal vertippt, sorry. Was ist bei Friedi passiert? Super aufgeregt gerade. Ah, was... Könnt ihr kurz überbrücken? Während Sebastian Bergsteiner noch schreibt, haut doch mal in die Kommentare, was war euer liebster Michelle Friedmann-Moment? So. Also, er musste seine öffentlichen Ämter niedlingen im Zuge der Friedmann-Affäre. Oh. Aha. Aber war das das Gleiche? Also natürlich war es die Friedmann-Affäre, weil es ist sein Name, es geht um ihn. 1998 bis 2003, Vorsicht Friedmann. Im Zuge schau mal unten drauf auf 1.5 Wikipedia, die Friedmann-Affäre. Ja, 2003, Juni 2003, das macht Sinn. Oh, Menschenhandel im Rotlichtmilieu. Oh mein Gott. Wow. Ha, hier, oh Kokain. Oh mein Gott, Zwangsprostituierte aus der Ukraine. Und danach hat er immer noch eine Sendung bei NTV. Ja, bis vor kurzem sogar noch, glaube ich, ne? Bis vor ein paar Jahren irgendwie. Er habe unter dem Pseudonym Paolo Pinkel angefordert. War das denn jetzt eigentlich vor Durch die Nacht mit Michelle Friedmann oder nach Durch die Nacht? Okay, wir müssen jetzt unbedingt mal... Wahrscheinlich war das Durch die Nacht. Aber ich finde auch seine Entschuldigung, er bedauerte beim Menschenhandel, er bedauerte einen Fehler gemacht zu haben. Ja. Ich glaube, es war... Öffentlichkeit war eine zweite Chance. Wir haben jetzt schon so oft über diese Nudeln geredet, wir müssen uns kurz diese Nudeln anschauen, glaube ich. Lass diesen verurteilten Straftäter doch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Paolo Pinkel, sage ich. Warte, mal. Was willst du? Was Michelle du Friedmann, Nudeln. Gib mal an Nudeln. Hier? Ja, oh, das ist die ganze Stunde, da will ich jetzt eigentlich nicht reinschauen. Such mal nach Michelle Friedmann, ja, bei YouTube, Michelle Friedmann Restaurant einfach mal. Okay. Ich bin gespannt. YouTube. Michelle Friedmann. Ah, hier, Schlingensief war das, mit dem er da unterwegs war. Restaurant. Hier, genau, diese Szene ist es? Nee. Ja, aber es ist halt immer noch eine ganze Stunde Simon Fischer. Aber du hast auch schon wieder Michael Friedmann geschrieben, ne? Ja, ist ja wurscht. Ha, hier, schau. Man hört ein leises Lachen. Auch da müssen wir jetzt ein bisschen vorspulen. Spul einfach mal ein bisschen vor, geh einfach mal ein bisschen durch. Ich will jetzt nur diese Szene haben, wo er... Zu Hause, ja? Hier, genau, da kommt er jetzt rein, genau. Und jetzt erklärt er dem Koch nämlich, wie er seine Nudeln haben möchte. Ja. Und seinen Schnitzel haben will. Schmeckt. Machen, aber kleine Portion. Wunderbar. Und ich mache eine richtig schöne Trüffelspaghetti. Grazie. Ich habe mir jetzt auch noch eine schöne Vorspeise gekauft. So, das ist super. Wir labern jetzt einfach ein bisschen weiter. So, dann sprechen die beiden. Jetzt spulen wir nochmal ein bisschen vor. Und gleich greift er hier Schlingensief rein in seine Pasta, wenn die serviert wird. Und das für alle anderen ist richtig peinlich. Jetzt bekommen sie endlich ihre Trüffelpasta serviert. Er wollte Pasta. Eine grande Portion. Das ist die Trüffelpasta? Unsere Überbleibsel ist eine ganz kleine Portion. Und was kriegt er? Das ist die Trüffelpasta? Ja. Und was kriegt er dann? Er kriegt seine Rabiata. Hä? Er kriegt seine Rabiata. So, gleich gibt es, glaube ich, noch mal eine Rabiata dazu. Ja. Das ist Rabiata hat Schlingensief noch bestellt. Wahnsinn. Mein Gott. Stimmt, Schlingensief, ich glaube, der wollte nämlich eigentlich gar nicht die Trüffelnudeln, aber Michelle Friedmann wollte unbedingt, dass er die Trüffelnudeln ist. Jetzt kommt der Trüffel dazu. Wow. Das ist unglaublich. Nudelsalat, Nudeln und nochmal Nudeln und nachher Nudelkuchen. Ja, der Gast von ihm hat auf jeden Fall richtig Bock. Schlingensief, so und gleich. So, jetzt bekommt Schlingensief noch seinen Trüffel rein. Er weiß es auch. Und danach rührt Michelle Friedmann ihm in den Nudeln rum. Weil das Aroma, das muss sich ja richtig verteilen. Weil Schlingensief, der kann ja nicht selbst Nudeln essen. Hat er davor schon mal noch so die Gabel abgeleckt? So? Ich bin mir nicht sicher. Wer ist überhaupt Schlingensief? Ich glaube, Wolfgang Schlingensief, bin mir nicht sicher. Zu Hause bekochen so, jetzt rührt er seine Nudeln um. Oh nein. Und Schlingensief will direkt probieren. Und Michelle Friedmann passt es gar nicht. Die gehört mir. Es rührt ihm dadurch die Nudeln. Guck mal, wie er lacht, ey. Auch das so ist da reinziehen. Das ist reinziehen, das muss reinziehen, das Aroma. Und Schlingensief weiß gar nicht mehr, wie er damit umgehen muss. So, ich glaube, so, jetzt haben wir diesen Cold Cash schon mal gelöst. Herrlich. Wahnsinn. So, ich habe mich vorher erneut verspult.
Spult. Auf die Stormo hier, hat der Bundesgericht das hatten wir schon, das hatten wir schon, so, da waren wir auch schon. Eine Erklärung des hessischen Rundfunks. Das haben wir auch schon gesehen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft. Oh, zu Unglück. Ah, auch schon wieder traurig. Oh, das will man doch gar nicht alles sehen, oder? Beim Unglück starben gestern. Oh je, oh nein. Oh, auch schon wieder jemand gestorben. Wer ist das? Ja, wieder recht gehabt. Wer ist das? Lebenden Hollywood-Legenden. Ich finde, er ist ein bisschen Hollywood. Letzte der lebenden Hollywood-Legenden. Er gelangt in den 40er und 50er Jahren zu Weltruhm, unter anderem durch Filme wie Ich kämpfe um dich sowie Ein Herz und eine Krone. Sind das dann so Rosamunde Pilcher oder was? Ein Herz und eine Krone und Ich kämpfe um dich klingt danach, ja. Ich kenne keinen einzigen der Filme. Ich kenne auch Gregory Peck nicht mehr. Samesies. Wetterfeuerlage. Wir haben wieder Wetter. Wir predikten. Diesmal auch keine deutsche Woche, Stadt. Wieder Wetter. Diesmal auch keine deutsche Stadt, sondern Hogwarts. Aber wieder so eine schöne Atmosphäre, also wieder so ein schönes Bild. Das sieht wieder nach ein bisschen wärmeren Temperaturen aber aus. Aber heute steht immer die Bildquelle drunter, also wo das ist. Wirklich? Quite sure, ja. Ich dachte nicht, wirklich. Doch, ich glaube schon, weil ich erinnere mich, dass ich immer bei so schönen Orten geguckt habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass man da, ich weiß auf jeden Fall, dass die Tagesschau auch ein Archiv hat, wo man immer das aktuelle Bild auch anschauen kann auf der Website und dann steht da exakt, wer das fotografiert hat und wo das genau war und was man da sieht. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das sind 30 Grad heute. Du gehst auf 30 ja, Grad? Ja, das war jetzt schon echt heiß, weil es ist ja jetzt schon so heiß bei uns. Nina, also, wie wird das Wetter am Tag, also wir raten immer für den nächsten Tag, wie wird das Wetter am Tag darauf in Deutschland, in München, in München. In München? Das ist die München-Temperatur, die wir immer raten, ja. Ja. Ich sage 32. Ich gehe auf die 29. Für morgen. Ganz eng beieinander. Freitag, den 13. Juni. Ausgangspunkt der. Das ist schon wieder die Woche 3. Das kann doch nicht sein. Das ist ja wieder eine komplett andere Karte, dass Deutschland im Großzeit vor dem großen Kaiserreich mit den 45.000 kleinen Herzogtümern hier. Das sind die Flüsse. Ach so, ja. Wir bekommen jede Woche eine andere Wetterkarte. Wie sah denn Deutschland 2003 aus? In der Tagesschau-Redaktion auch gar keine Ordnung. Einfach irgendwelche Karten zusammengesucht. Da sind ein paar Vulkane ausgebrochen zwischendurch und jetzt sieht das Ganze ein bisschen anders aus. War da nicht auch irgendwann mal Hochwasser? War nicht erst die Hitze, dann Hochwasser oder war es in einem anderen Jahr? Hochwasser, ich weiß nicht mehr. Vielleicht ist das deshalb wichtig, dass du die Flüsse auch siehst auf der Unwetterkarte, damit du gleich. Das ist schon mal der Spoiler für den nächsten Tag, wo am nächsten Tag die Tagesschau mit der Meldung Überschwemmung in blablabla bla bla kommt, damit du dich da schon mal ein bisschen anstellen kannst. Ah, Frankfurt, da könnte es gefährlich werden. Ah, hier die Oder. Ah, die könnte überschwemmen heute. Teilweise kräftigen Gewitter sind drei große Zellen gewesen, hier rot gekennzeichnet. Die Gewitterschwerpunkte hatten sich über den Alpen, dem Saarland sowie über der Pfalz formiert. Warum erzählst du mir, wie das Wetter war? Ich möchte doch wissen, wie es wird. Ja, und er ist auch richtig streng. Ich mag den gar nicht, den Sprecher gerade. In Rheinland-Pfalz wurden die Menschen stellenweise von einem 2 cm hohen Hagelteppich das überrascht. Ist das Wetter von dem Tag, für den oder was? Ja, das ist aber echt, das ist auch ein bisschen doof mit dem Hagel. Ist ja, aber aber reich gelten diese Unwetterwarnungen. Entlang der Schwäbischen Alb fallen die Gewitter im Moment besonders. Das ist das Deutschland, das ich kenne. Das kräftig aus. In der Nacht werden auch in Thüringen, Sachsen, Südbayern und in einigen Regionen Sachsen-Anhalts bis nach Südbrandenburg Gewitter mit orkanartigen Böen, starker Regen und Hagel erwartet. Morgen in der Mitte und im Norden freundliches Wetter zwischen Südbaden und Südbayern. Er atmet so schwer. Also fällt euch das auch nicht auf. Und es regnet auch schon wieder, ne? Nachmittag neue Gewitterwolken. Ja, morgen gibt es im Norden an der Küste heftige Böen. Im Süden kann es wieder kräftige Gewitterböen geben. Am Tag 25 Grad. Alle falsch. Aber du warst am nächsten Simon. Ja, 19 Grad. Ich hatte heute eine gute Streak auf jeden Fall. Ja, Rekordsommer. So. Zum Fazit kommen wir gar nichts. Gar nichts. 28 Grad an Rhein und Main, auf Sylt 19 Grad. Die Aussichten? Hauptsache der Samstag startet sehr sonnig. Erst gegen Abend kommen im Südwesten Gewitterschauer. Ja, morgen wird es auch richtig warm. Auf. Am Sonntag ist im Süden, später in der ganzen Südhälfte, teilweise kräftige Gewitter. Am Montag beschränken sich Gewitter auf die Alpen. Aber das ist auch eine Wahnsinns-Range zwischen 20 und 32 Grad, ne? Ja, da kann alles passieren. Wirklich. Sucht's euch aus. Ja. Okay, Freunde. Wir fassen zusammen. Was ist alles passiert? Krieg. Boah, wirklich, in jeder es war sehr viel Ecken und Enden Krieg. Also Irakkrieg hatten wir hatten Nahostkonflikt, wir hatten SS-Opfer in Griechenland. Wir hatten auch keine einzige gute Nachricht, weil manchmal ist es ja auch so, hey, es gibt ein neues Bonussystem oder hey, die Arbeitslosigkeit sinkt oder irgendwas. Steuersenkung, würde ich jetzt schon mal als positiv. Ja, aber auch wegen der Wirtschaftskrise. Es gab auch noch das NATO-Thema, es gab dann auch noch mal ein EU-Steuerding. Michel Friedmann war am Start, auch Michel traurig. Friedmann. Gregory Peck ist verstorben. Ja.
Das habe ich irgendwie verpasst auch ein bisschen. Der war Schauspieler, ne? Ja, genau, ja, das war das mit ich kämpfe um dich und so. Ja, genau. Man kennt die Filme nicht mehr so richtig. Es war Nächste Woche, wir schauen einfach. Aber ich will jetzt nochmal reinschauen in die Folge von der letzten Woche, weil ich möchte nochmal diesen Flyer zeigen. Ich würde tatsächlich aber gerne nochmal auch mal Gregory Peck auf den Spur gehen. Wenn das ja, okay lass ist uns nochmal Gregory. Das machen wir beides jetzt noch schnell. Wir sind im Internet, es ist ja nicht so schlimm. Wir werden ein bisschen überziehen. Aber wie schreibt man den nochmal? Mit P-E-C-K. Gregory Peck, Deutsch, ganzer Film. Interview German, er konnte Deutsch. Cute. Stunde östlich von Nizza in Richtung auf Monte Carlo und die italienische Grenze. Mensch, ist das schön. Vor dem, wo der Blick weg, nachdem toll wir auf Einladung der Columbia Film von München nach Nizza geflogen waren. Oh, die Kamera. Zusammen mit eine seltene Gelegenheit zu einem wirklich entspannten sich kennenlennen. Das freut mich für die, dass die so viel Spaß hatten. Da. Ja. Stellt euch vor, heutige Journalisten würden so sagen, ja, und dann blieb wir haben uns entspannt noch Zeit kennengelernt. Zu einem Interview mit Gregory Peck einfach auf ein bisschen der hängen seines Hauses an der Côte d'Azur bei Nizza. So schön hört das da. Wow. Ich würde es gerne in Farbe sehen. Ja, meine Damen und Herren, wenn es ein Paradies auf Erden gibt, dann ist es hier. I was saying, if there's a paradise on Earth, it must be here. Yes, well, oh, die Stimme. Aber man hört, der Reporter, er hatte Auslandserfahrung, er war safe irgendwann mal in Großbritannien. Er hat einen sehr, sehr englischen Einschlag. Ich würde so fast sagen, sogar schottisch. Oder so, ja. Gregory Peck in seiner herrlichen Villa. Er muss das komplett. Ich glaube, er sagt sogar herrlichen Villa. Aber er übersetzt das die ganze Zeit. Tage vor seiner Rückreise nach Amerika empfangen hat. Denn Gregory Peck war lange Zeit hier in Europa. Erzählt er jetzt wirklich seine ganze Antwort nach? Ja, und ich finde es auch schön, will ihm erzählen, was er erlebt hat. Ich glaube sogar, mach mal kurz Stopp. Ich glaube, wir haben genug gesehen. Ich glaube sogar, der Reporter, der ist selbst, ich glaube sogar, er ist selber Brite oder zumindest britische Eltern. Auf jeden Fall. Oder er kann sehr gut Akzente nachmachen. Ja, ja, Gregory Peck. Coole Sachen. Western Movie. Er hat auch einen Oscar, der hier auch. Ich glaube, den hätte man früher als schneidigen jungen Herrn bezeichnet. Ich glaube so auch. Mit der Frise und so. Die Nase auch wunderschön. Okay, so, jetzt wird es in die letzte zum Folge. Zum Fazit, gucken. Richtig, genau. Mhm. Zum Fazit. Ja, der genau. Folge. Wir schauen uns mal, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Auch einfach mal reingehen. M94.5. Auf YouTube suchen. Gerne ein Abo dalassen. Juhu. Auch bei dem D&D-Stream nochmal. Friedrich Merz, keine modischen Denkverbote, hieß die Folge. Mhm. Wenn wir da jetzt reingehen. Herzlich willkommen. Das und hier jetzt mal, mach mal die Lautstärke aus, das nervt ja. Ich will mich jetzt nicht selber hören. Wenn wir da jetzt mal so ein bisschen rübergehen, so mach mal so nach 20 Minuten vielleicht ungefähr und scrub da mal so ein bisschen entlang, genau, einmal mit der Maus. Ich glaube, nee, jetzt, ja, schau mal da weiter, ja, genau, noch ein Stück. Ah, warte mal, zurück. Da war schon der, war da nicht der Flyer? Nee, war nicht der Flyer. Ein bisschen vor wieder. Nee, andere Richtung. Vor, was? Das vor, ja, genau. Ja, hier, da. Genau, da ist der Flyer. Da, aha. Mhm. Gleich kommt der Flyer. Hier, jetzt. Nein. Hier, da war Sharon, der war nämlich, Sharon war in der allerersten Folge drin, da ging es um Sharon. In der ersten Folge, die wir gemacht haben, in der zweiten Folge ging es um Jürgen Müllemann und in der dritten ging es um Michelle Friedmann. Das ist wirklich, das ist das Tagesschau-Orakel. Also warte mal, das ist das Trio. Ihr müsst mich kurz aufklären. War das damals in der Tagesschau drin, der Flyer? Ja, ja, die haben irgendwas abgefilmt, da ging es dann um Möllemann. Und der hat da irgendwie, der war früher bei der FDP. Aber dann haben sie ja selbst die Zukunft vorausgesagt. Ja, ja. Das ist echt krass. Also, weil vor allem alle drei haben so einen Nahostkonflikt oder zumindest irgendeinen jüdischen Kontext. Ja, Möllemann war halt Antisemit, aber ja. Das kann man schon als jüdischen Kontext auch bezeichnen. Also Konflikt ist. Wenn man unbedingt möchte. Setzt sich für eine friedliche tun. Lösung des Konflikts ein, das war das, wie er sich natürlich selber bezeichnet hat. Und da waren die alle drei am Start. Das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Also das ist ja nur faszinierend. Ja, ja. Also, das ist jetzt ja.
Ich weiß nicht genau, was Muster da dahinter steckt. Ich muss mal ganz kurz sagen, liebe ZuschauerInnen auf Twitch, falls jemand von euch diesen Flyer noch vielleicht bei sich daheim rumliegen hat, weil er ein FDP-Parteibuch hat, schaut gerne mal nach, ob da auf der Rückseite auch noch jemand drauf ist. Und wenn ja, dann schickt ihn gerne zu. Dann wissen wir nicht Bescheid, wenn nicht drauf kommt. Ja, genau, an M95. Simon, Münchener Straße 101 in 85737 Ismaning. Auch gerne noch Kekse mit reinlegen in die Packung. Wir essen sehr gerne Kekse, aber keine selbstgemachten. Wir vertrauen euch nicht. Wir wissen nicht, was da drin ist. Am Ende ist da Abführmittel drin, ne? Ihr kleinen Schweinchen da, und ihr wollt, dass wir da hier eine schlechte Zeit haben im Studio, wenn wir die essen. Nee. Bitte alles nur original verpackt. Nina Plokraus, was nimmst du mit aus der heutigen Folge? Ja, ich nehme mit, dass irgendwie ist, glaube ich, die Zeiten wirken immer dramatisch. Ich glaube, das ist eigentlich so die Essenz daraus. Es ist jetzt sehr ernst im Vergleich, aber ich glaube, die Zeiten wirken immer dramatisch, und was ich natürlich auch mitnehme, ist, dass Simon Fischer einfach mein neues Orakel ist. Also ich werde in Zukunft immer zu dir kommen, Simon, mit irgendwelchen Problemen, ja, gerne. Wünschen, dann kannst du mir sagen. Du kannst jederzeit zu mir kommen. Achso, möchtest du kurz meine Hand lesen? Was siehst du? Ich sehe Nudeln mit Tomatensauce, weil bald schon wieder Monatsende und dann wird's knapp. So. Bald schon wieder Monatsende, ist der 12. hier. Ja, da wird's langsam. Manchmal wird's da schon eng, Nina. Ja. Manchmal wird's da schon eng. Wir steuern auf den Sommer zu. Sommerurlaube buchen, Hotels, Flüge, ja, Zugreisen. Ich fahre nur einmal in Urlaub wandern. Nina Plokraus mit zwei wichtigen Botschaften für euch. Überschätzt nicht die Gegenwart. Botschaft Nummer 1, Botschaft Nummer 2. Bald gibt's Nudeln mit Tomatensauce. Ja. Aber es ist, also ich fand es sehr, sehr cool mit euch. Es ist ein spannendes Format. Vielen Dank, Nina. Ich glaube, positiv denken, auch wenn schlimme Dinge passieren werden. Wir sind jetzt schon so ein bisschen drin im Irakkrieg. Es wird die nächsten Wochen nicht besser. Wir werden so Expertinnen werden, wirklich. Das können wir schon mal sagen. Wir brauchen unbedingt noch einen FDP-Flyer. Das ist mein Fazit. Ich habe noch einen wichtigen Punkt, und zwar Jens Riva. Ja. Steht auf meiner Liste jetzt, ne? Ihr wisst Bescheid. Alles klar. Jens Riva, falls du auch mal vorbeikommen möchtest. Jens Riva, wir sind offen für dich. Ja, wenn du noch zusammen... Noch mal reden und anstehen willst, warum du jedes Mal zu spät dran bist, wenn der Kamera zu dir kommt. Melde Problem. Dich gerne bei uns. Oder ist das mit Absicht, dass man immer so, er ist ja wirklich immer so gekommen und so... Ah, hey. Also, dass das so Absicht ist, dass er, ja, ich bin so hier auf ich arbeite hier halt gerade noch, oder? wie so ein junger Mann in einem US-amerikanischen Film, der lässt sich gegen sein Cabrio lehnen. Ich hab sie gar nicht gesehen. Das ist wie, wenn man Leute so Fotos von sich machen lässt, so kannst du bitte ein Foto für Instagram machen, und dann setzt man sich mal so und guckt in die andere Richtung. Oder man schaut so, mach mal kurz diese Kamera hier an, man schaut so, das hier ist das Foto. Entweder das hier oder wenn es jetzt nur um mich gehen würde, wenn ich jetzt alleine auf diesem Foto wäre, dass man so einfach so aus dem Bild rausschaut, oder hier so auf den Boden schauen und lachen, das ist auch mal die Füße anlachen. Das ist auch mal der Jens Riva-Moment. Auch mal Wahnsinns-Move. Ja. Also, wollen wir mal Jens Rivas Instagram anschauen? Ja, bitte. Bitte. Das würde mich jetzt noch Meinst du, Jens Riva hat einen privaten Instagram-Kanal? Ich bin mir nicht sicher. Glaubt ihr, der wird auf eine DM antworten? Ich bin mir gar nicht sicher. Er hat einen. Aber er hat null Follower. Das spricht jetzt nicht für ihn. Das ist aber schon. Nein! Das ist wirklich auch privat. Ah, ist ein privates Konto. Wahnsinn. Aber ich liebe, dass er das... Wow. Er sieht aus wie Markus Söder auf dem Foto. Ich glaube, ich finde ihn doch nicht mehr gut. Stopp, nein, nee. Oh Gott, ist das ein Waffenlogo da drauf? Was ist das? Hat der da eine Waffe? Ist ganz nee, ernsthaft, ist das eine Waffe? Was ist das denn? Ich weiß selbstverständlich nicht, wie man Dinge durchfahren. Ist Jens Riva in einer rechtsradikalen Vereinigung? Nein. Jens, was passiert? Jensi. Das ist nochmal ein anderes oder ist das gleiche? das ist so ein Fan-Konto. Das ist bestimmt sein echter Account. Aber ich lieb's auch, dass er so privates unerkannt bleiben möchte, aber dann so schreibt, Host Tagesschau. Ja. Okay. Ja, das ist der offizielle Teil. Heute sehen die Sendungen in der Tagesschau ganz anders aus als auch in den Anfängen. Ich glaube, da kommen wir nicht weit. So. Ich liebe auch die Kameraführung immer von so etwas älteren Menschen. Ich möchte jetzt keinen zu nahe treten, aber das Handy immer so nah wie möglich am Gesicht, dass das wirklich auch den ganzen Frame ausfüllt. Grüße. Liebe ich. Da können doch die jungen KollegInnen könnten doch da einfach mal einen Kurs geben, einfach mal den Arm wie man ein Handy verlängern. Hält. So, ja. Falls meine Eltern zuschauen, liebe Grüße an meinen Papa und Grüße an meine Mutter. Oh ja, das kenne ich doch auch. Na, ich muss meine Brille noch anziehen. Die Suchanfragen hier, Susanne Daubner und Jens Riva, ein paar.
Bad News. Most iconic Bad News von Nina Plokhaus. Mit dem kleinen Jens River Crush. Ja. Ja, aber Susanne ist auch toll. Sag Susanne ich ist super. Ich bin immer noch großer Fan von Sass. Ja. Darüber haben wir auch letztes Mal gesprochen. Nun gut, wir sind durch, wir haben alles Wichtige besprochen für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch wieder bei allen Menschen, die es gibt. Und ganz herzliche Grüße gehen raus an die BLM, an die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, die Twitch beobachtet. Auch wir beobachten euch. Vielen Dank, dass ich auch dabei sein vielen durfte. Vielen Dank, Nina Plokhaus. Ich hoffe, du hast bei uns gelernt warst. Und wir freuen uns, wenn du wieder zu Gast bist. Ja, gerne wieder. Ich freue mich. Wenn Jens Riewer dann moderiert, natürlich, versteht sich von selbst. Wir werden ihn für dich besorgen. Danke. Vielen Dank euch zwei. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Werdet nicht zu traurig. Schaut nochmal die echten Nachrichten und wir sehen uns nächste Woche am. Achso, da ist meine Kamera. Oh, wir sehen uns nächste Woche Montag um 17 Uhr wieder hier. Tschüss. Wir freuen uns.